Herzlich willkommen zur DVD der Mad Wrestling Association Wrestling in Eutin Catch Up vom 19. November 2011. Mein Name ist Frank Neumann. Und mein Name ist Thorsten Simon und dieser Event ist Teil der Most Wanted Series. Und wir sehen hier schon Ring-Commissioner Mirko Friske und den Ringsprecher Maurice, wie sie am Ring schon die Leute so ein bisschen abfeiern. Die Stimmung ist grandios hier unter Team, kann man sagen. Also alle, die nicht da waren, haben definitiv etwas verpasst. So, ich sehe, ein paar kennen mich. Die kommen bestimmt aus Lübeck. So, für den Rest, der bei der Wrestling Association noch niemals war, erstmal Feuerwerk, Mahlzeit. Seid aus, Süd! Kann jedem mal passieren, du? Ja, aussehen. Wo war ich jetzt? Ihr werdet Wrestling live erleben und bei der Wrestling Association gibt es eine Tradition, die schon öfter da waren, kennt. Und die, ganz genau, und die das erste Mal da sind, machen jetzt mit. Und zwar starten wir mit der Laola-Welle. Hier, ihr kennt es? Na komm, bis da bei drei. Ordentlich, alle machen mit, ich mach sie hier rum. Eins, zwei, drei, komm hoch! An dieser Stelle von euch ein Riesenapplaus für die Wrestler! Heute läuft der Abend nach besonderen Regeln ab. Und zwar ist noch kein Match, noch kein Kampf festgesetzt. Es wird heute alles nach dem Losverfahren ausgelost. Das heißt noch kein... Damit alle auch einmal unseren Champion gesehen haben, der heute seinen Titel aufs Spiel setzen wird, rufe ich ihn heraus. Aus den Niederlanden, der amtierende NBA-Champion, Leon van Gastel! Ja, da haben wir es gesehen, eine Bombenstimmung hier in Eutin. Und Mirko ruft ihn auch gleich heraus, den amtierenden Champion Leon van Gasteren hier in Eutin. Und wie Mirko schon sagte, alles heute nach dem Losverfahren. Das heißt, kein Match steht von vornherein fest, noch nicht mal das Titelmatch steht fest. Das wird ein spannender Abend heute. Und dann lassen wir uns mal überraschen, welche Kämpfe hier auf uns warten. Ja, da bin ich sehr gespannt. Leon van Gasteren, noch einmal kurz zur Information, konnte den Titel am 2. April des Jahres 2011 von Master Beast Marcellus gewinnen und das in Lübeck. Ja, was auch ein wirklich hart umkämpftes Match war. Forward, der Manager von Masterpiece, hat auch immer wieder eingegriffen, wie wir es eigentlich kennen von Masterpiece. Auch von meiner Seite dann nochmal der Hinweis vielleicht an das MBA Office, hier vielleicht auch irgendwann mal nochmal ein extra Auge drauf zu werfen, denn das kann auf Dauer nicht richtig sein, dass immer wieder eingegriffen wird hier in die Matches. Aber das ist meine persönliche Meinung. Hier ist Leon van Gasteren, wird gefeiert vom Publikum wie eh und je. Ja, und auch wenn das hier eine neue Location ist, er ist auf jeden Fall gleich einer der beliebtesten Wrestler. Ein Riesenapplaus für Leon van Gasteren! Ja, du sprachst das gerade an, Thorsten. Eine neue Location hier in der Mad Wrestling Association, das allererste Mal hier in der Rosenstadt Eutin in den Schlossterrassen.
Eine wirklich sehr interessante Location mit viel Charme und vor allem grandioser Stimmung. Da haben wir es gerade angesprochen und schon, ja, wenn man vom Teufel spricht, ertönt die Musik von Masterpiece Marcellus. Und wir sehen das schon Forward auf der Bühne. Und da sehen wir Masterpiece Marcellus mal im neuen Gewand. Also so habe ich ihn ja noch gar nicht gesehen. Mit Hut, Anzug und Krawatte. Tut mir leid, dass ich unterbrechen muss. Matches ausgelost. Ja? Ich bin nun mal der einzig legitime und einzig wahre MMA-Champion der Vergangenheit. Der einzig wahre. Man wird sich sicherlich wundern, warum ich heute etwas anders aussehe als sonst. Da du ja auch immer so einen schicken Zwirn an hast, Mirko, habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich hier endlich meine Gerechtigkeit erfahren, wenn ich mich entsprechend anpasse. Und als ehemaliger Champion fordere ich jetzt einfach das, was mir zusteht. Nämlich meinen Rückkampf um den Titel am heutigen Abend gegen dich, du Pfeife. Du hast natürlich recht. Du hast eine Chance auf den Titelkampf. Diese Chance steckt in dieser Dose. Leon wird jetzt sein Gegner für den heutigen Abend ziehen. Und wenn du Glück hast, dann hast du einen Rückkampf. Ja, zieh dein Gegner. Ich hier! Tja, da sind wir jetzt mal gespannt. Leon zieht seinen Gegner. Oh, Reaktion hier auf dem Gesicht von Mirko. Du wolltest, ne? Den Titelkampf? Ich ja. Ja, du hast auch den Kopf genommen. Das ist überraschend. Das muss ich auch sagen. Das ist wirklich extrem überraschend. Und wenn ich die Reaktion von Masterpiece eben richtig gedeutet habe, ist er auch alles andere als zufrieden. Er hat auch eben fast schon gedacht, dass Mirko jetzt seinen Namen verkündet. Und da sehen wir ihn. Michael Knight, der Herausforderer auf den Titel. Michael Knight selber hat auch schon mehrfach den Titel gehalten. Genau, und er musste leider aufgrund einer Verletzung im vergangenen Jahr den Titel abgeben. Und so konnte sich Masterpiece Marcellus den Titel erst sichern. Und das ist natürlich die große Chance, jetzt gerade wo Michael Knight seine Nemesis Steve Douglas aus der MWA verbannen konnte. Genau, für alle, die den Begriff nicht kennen, Thorsten meinte damit den Erzfeind von Michael Knight. Diese herzliche Begrüßung, was soll der Scheiß? Ihr seid hier, um den Kampf zu sehen und nicht rumkuscheln. Tja, Masterpiece offensichtlich verärgert. Und den MWA-Champion-Titel Leon van Gastel gegen Michael Knight. Ja, ich würde mal für meinen Teil auf jeden Fall sagen, es verspricht, einen wirklich herausragenden Kampf zu werden. Beide technisch sehr versiert, sehr durchtrainiert, wie man sieht. Das wird mit Sicherheit ein hervorragender Titelkampf. Oha, und das Publikum auch extrem gespalten. Weißt du, dass ich
sitzen oder was? Ach ja, eins fällt mir noch mal ein. Du warst ja heute so motiviert und engagiert und du bist ja brenzerrichtig davor zu kämpfen. Ich denke, du darfst jetzt gleich dein Gegner auch mal ziehen. Jedes Mal werde ich bei dem Scheiß beschissen. Bevor ich deinen Gegner nenne, einmal noch mal riesen Applaus für unseren Ringsprecher Maurice! Maurice darf den Gegner ansagen. Ach ja, bevor ich es vergesse, und dein Kampf ist jetzt! Ja, und damit hat Masterpiece natürlich gar nicht gerechnet. Er ist nicht fertig angezogen. Aus Dresden mit einem Kampfgewicht von 105 Kilogramm. Bei der Körpergröße von 1,77 Meter. Oha. Und das ist natürlich kein einfaches Los für den ehemaligen Champion Masterpiece. Gerade jetzt, wenn man sich anschaut, in was für ein Outfit er offensichtlich diesen Kampf bestreiten wird. Ja, und dann gegen X-Man, also das wird alles andere als wirklich ein einfacher Kampf. Oh, wo wir gerade von Outfit sprechen, auch der X-Man hat offensichtlich ein neues Outfit. Um das kurz zu erklären, der X-Man ist auch schon ein langjähriges Mitglied des NBA-Kaders. Und bei der vergangenen Veranstaltung konnte sich X-Man durchsetzen gegen seine, ja, Kontrahenten, sag ich mal, Ivan Kiev und Tim Suxdorf. Ja, die Gruppierung Rain, Tim Suxdorf und Ivan Kiev. Und auch hier in der neuen Location X-Men, sofort ein Publikumsliebling, wie du schon sagtest, in seinem neuen Outfit. Ich persönlich finde, das steht ihm sehr gut, wenn ich das mal so sagen darf. Er scheint auch sehr motiviert zu sein. Ja, und das Publikum anscheinend auch. Was für ein sehr, sehr spannender und herausfordernder erster Kampf an diesem Abend. Ja, wer aus wessen Seite das Publikum ist, ist hier auch schon wieder eindeutig zu sehen. Also sehen wir jetzt Masterpiece Marcellus gegen X-Men. Und ich für meinen Teil sehe auch schon wieder Forward um den Ring herumgehen. Also ich würde schon fast wieder Wetten abschließen wollen, dass er irgendwann zwischendurch wieder eingreift. Das ist das, was ich vorhin sagte, das NBA-Office, die Offiziellen müssen sich da irgendwann mal was einfallen lassen. Das darf und kann auf Dauer einfach nicht so weitergehen. Da gebe ich dir absolut recht. Ich möchte auch noch mal ganz kurz den Ringrichter vorstellen. Das hat Mirko offensichtlich vergessen. Marcus White, sein erster Einsatz bei der Mad Wrestling Association. Jetzt geht der Kampf los. Lockup der beiden. Ja. Mit Vorteilen für Masterpiece offensichtlich. Oh. Und illegale Aktion in der Ecke. Ja, er kämpft tatsächlich mit Krawatte. Also das ist dann wohl auch so ein bisschen ein Zeichen. Ich lasse mich hier nicht fertig machen. Ich für meinen Teil halte es doch schon für ein bisschen gefährlich, mit Krawatte zu kämpfen. Ich halte es generell gefährlich, nicht in vernünftigen Sportoutfit, mit vernünftigen Schonern, vernünftigen Schuhen ein Wrestling-Match zu veranstalten. Oh, und da sind wir gerade schon bei der Krawatte. Ganz genau. Wird auch gleich eingesetzt hier von X-Men. Ist aber auch ein legales Mittel, weil Masterpiece Marcellus hat es einfach nur mal an seiner Kleidung dran. Und dann ist es natürlich nur legitim, wenn er es dann halt auch, ja, gegen ihn verwendet. Ja, das war so der erste Schlagabtausch hier. Leichte Vorteile hier für Masterpiece Marcellus. X-Men kommt zurück. Schöner Konter hier und Masterpiece rettet sich in die Seile. Oh, sehe ich das richtig? X-Men macht da was mit der Krawatte von Masterpiece. Der hat sie am Seil festgeknotet. Ich meine, auf die Idee muss man ja auch erstmal.